Hallo und willkommen. Ich möchte euch in diesem Video zeigen oder erklären, wie ihr die SHSH, also SHSH-Datei von eurem Gerät sichert. Das ist wichtig, da in den nächsten Tagen der Jailbreak von Comex, also dem Chronic Dev Team, veröffentlicht wird. Der Jailbreak nennt sich übrigens Spirit. Wozu braucht man die SHSH-Datei? Diese ist wichtig, um zu downgraden auf eine Firmware, weil der Jailbreak den Comex, also das Chronic Dev Team, veröffentlicht wird, ist ein Userland Jailbreak. Er bedient sich an einer Sicherheitslücke im Betriebssystem und diese, das ist möglich, kann Apple innerhalb von einem Tag schließen. Das bedeutet, man sollte von seinem Gerät die SHSH-Datei sichern, damit man jederzeit wieder auf die Firmware 3.1.3 bzw. 3.2 für das iPad downgraden kann. Der Spirit Jailbreak wird für alle Geräte sein, also alle iPod Touch 3G, 2G, alle MC-Modelle und alle iPhones, alle iPod Touchs und jedes Gerät, alle iPads und natürlich untethered. Deswegen ist es wichtig, dass man jetzt dieser Anleitung folgt. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr im folgenden Video. Der erste Schritt fängt damit an, dass man in seinen Browser geht. Dort tippt man die Adresse ihatesnow.com ein, also kleines i, h8, sn0w.com. Sobald diese Seite geladen hat, klicken wir im oberen Teil des Fensters auf Auto SHSH 3.1.3 3.2 RC2, was so viel bedeutet wie Release Candidate 2. Wir kommen auf eine Mediafire-Seite, wo wir das Programm herunterladen. Nach ein paar Sekunden sollte das geschehen sein und das Programm auf unserer Festplatte gelandet sein. Nachdem das geschehen ist, gehen wir auf den Desktop. Dort finden wir unsere Datei, beziehungsweise gehen wir an den Speicherort und starten diese Datei. Es erscheint sofort ein Fenster, das es ganz wichtig ist, dass das Programm eine Internetverbindung braucht. Außerdem muss ein Gerät im Recovery Mode sein. Keins mehr. Er fragt uns, ob Java installiert ist. Falls nicht, erscheint ein neues Fenster und wir klicken auf OK und unser Browser geht auf und wir kommen auf eine Seite, wo wir Java downloaden können. Ansonsten kommen wir in das Programm, das dann so aussieht. Als nächstes müssen wir unser Gerät in den Recovery Mode bringen. Dazu machen wir es als erstes aus und ziehen dann den Stecker ab. Danach stecken wir den Stecker bei gedrückter Home-Taste wieder ein und das Gerät landet sofort im Recovery Mode. Nachdem das getan ist, klicken wir auf Grab My SHSH Files und das Programm sucht nach den Dateien auf eurem Gerät. Es findet die Datei und fragt nach dem Speicherort der SHSH-Datei. Ich wähle jetzt hier in meinem Beispiel den Desktop aus. Ich nenne das Ganze SHSH-File iPod Touch 2G und speichere das Ganze auf meinem Desktop. Nachdem das geschehen ist, lädt das Programm ganz automatisch diese Dateien zu Cydia bzw. dem Saurix-Server. Dabei nutzt es Firmware Umbrella. Nachdem das getan ist, kommt die Meldung, dass das Programm das Ganze beendet hat. Jetzt sollte es euch möglich sein, euer Gerät auf die 3.1.3 bzw. 3.2 downzugraden, falls Apple eine neue Firmware released. Deswegen empfehle ich euch, mir auf Twitter zu folgen, damit ihr sofort hört, falls Spirit herausgekommen ist. Meinen Twitter-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Sobald ich dann auf Twitter angebe, dass der Spirit Jailbreak herausgekommen ist, solltet ihr sofort auf die Firmware 3.1.3 updaten und die SHSH-Dateien sichern. Ich danke euch fürs Zugucken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat und geholfen hat, dann abonniert, um auf dem neuesten Stand des Jailbreaks und alles rund um Apple-Produkte, besonders iPhone und iPod Touch, zu sein. Ansonsten natürlich hinterlasst mir einen Kommentar und stellt mir ruhig eine Frage, ich werde, soweit es geht, versuchen zu antworten. Um wieder aus dem Recovery-Mode herauszukommen, müsst ihr einfach beide Buttons für 10 Sekunden halten und das Gerät wieder anschalten. Das war's auch schon.
Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.